Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 Blood and Wine mit Paxis. Ich hatte ganz vergessen, das mit von Detlaff durchzulesen. Detlaff van der Eretein, wie auch immer. Es war entsetzlich, mit ansehen zu müssen, wie diese freundliche Person sich plötzlich in eine Bestie verwandelte, die Menschen mit der Präzision eines Schlachtermeisters in Fetzen riss. Fragment eines Augenzeugenberichts. Detlaff ist ein höherer Vampir und gehört zu den furchterregendsten Wesen der Welt. Einige Vampire seiner Art leben unter den Menschen und niemand schöpft je den Verdacht, dass sich hinter ihrem gewöhnlichen Äußeren vielleicht etwas ganz anderes verbirgt. Bisweilen sind sie sogar besonders angesehene Mitglieder ihrer Gemeinden. Dennoch kann auch ein solcher Vampir eine ungeheuerliche Gefahr darstellen, wenn er provoziert wird. In seiner menschlichen Form verfügt Detlaff über einzigartige Angriffe, denen man tunlichst ausweicht. Mit seinem rasiermesserscharfen Klauen schlägt er mit Kraft und Präzision zu. Außerdem versteht er sich ausgezeichnet auf das Führen von Waffen. Als höherer Vampir kann er sich in Nebel verwandeln und seine Gegner umhüllen. In diesem Fall muss man sich vor magischen Pfützen und Angriffen aus der Luft hüten. Wird er verwundet, nimmt er meist seine geflügelte Form an. Seine mächtigen Schwingen betäuben einen Hexer mühelos. Es gilt zu bedenken, dass höhere Vampire unsterbliche Wesen sind, die im Kampf folglich jedes Risiko eingehen können. Außerdem können sie sich unsichtbar machen und Stärke im Kampf regenerieren. Insgesamt stellen sie sogar für Hexer enorm anspruchsvolle Gegner dar. Unsterbliche Wesen. Selbst wenn sie umgebracht wurden, können sie wiederbelebt werden. Das ist echt krass. Ich will auch so einer sein. Jetzt sofort, bitte. Wenn es einen Gott gibt, der mich hört und Bock hat, mach mich jetzt zu so einem geilen Vampir. Bitte. Tu mir den Gefallen. Live in der Aufnahme. Und? Passiert leider nichts. Okay. Ist es wahrscheinlich der Beweis, dass es keinen Gott gibt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er keinen Bock. Ne, geht's nicht lang. Auf jeden Fall hat er keinen Bock, mich zu einem höheren Vampir zu machen, also so wie es hier in dem Spiel beschrieben wurde, das ist ja traurig. Wir wollen jetzt zu dem herzoglichen Kämmerer gehen. Ich weiß noch nicht, wo der genau ist. Ich hoffe mal, der Weg ist richtig. Ich kenne diese Stadt noch nicht wirklich gut. Da ist er. Okay, jetzt ist halt die Frage, ich gehe mal da. Ich gehe mal da. Machen wir von hinten? Sollen wir jetzt von hier rein? Oder? Wo ist denn jetzt der Eingang von dem herzoglichen Kämmerer? Ist es. Okay. Mein Herr, mein Herr! Ein Brief für dich! Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Da steht Porto bezahlt, also verschwinde. Sehr geil. Hier dein Trinkgeld. Hier. Danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Worauf hat er denn gewartet, wenn er gar kein Geld wollte? Mein lieber Freund. Wie ich erfahren habe, bist du auf dem Weg nach Toussaint. Ich hoffe, du mutest dir auf dem Weinfest nicht zu viel zu. Denn solche Strapazen können in deinem Alter äußerst nachteilig sein. Ich habe Informationen gefunden, die dich vielleicht interessieren. Beim Durchstöbern der Buchsammlung eines Kollegen bin ich auf die Erwähnung von Professor Moreau aus Beauclair gestoßen, der Hexermutationen erforschte. Das, was ich erfahren habe, ist ziemlich vage und der Ort, an dem sich sein Labor befand, ist nach wie vor ein Geheimnis. Aber sein Tagebuch sollte Hinweise zu beidem enthalten. Angeblich wurde es an seiner Seite begraben. Ich füge die Karte bei, die ich im Buch gefunden habe. Obwohl sie nicht vollständig leserlich ist, wird sie dir sicherlich nützlich sein. Solltest du in Beauclair genug von Damen, Wein und anderen exquisiten Köstlichkeiten haben, könnte diese Sache ein erfolgversprechender Zeitvertreib sein. Verfahre in der Sache, wie es dir beliebt. Deine Freundin Jennifer. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Interessant, dass Yennefer so freundlich geschrieben hat. Ich hatte sie eigentlich eher kratzbürstig und nicht so toll in Erinnerung. Aber naja, als feste Freundin können wir sie ja leider nicht gewinnen. Vielen Dank, Spiel, dass du mich wieder an dieses tragische Ende in Witcher 3 erinnerst, dass ich weder Triss noch Yennefer abbekommen habe, wobei ich lieber Triss wollte, aber es ist egal. Oh. Ich frage mich jetzt auch. Wäre meine feste Freundin Triss oder Yennefer, wäre die auf dieses Anwesen gekommen oder hingezogen, wenn ich nicht so dumm gewesen wäre? Fuck! Ich hätte nicht drüber nachdenken müssen. Oh, das tut so weh. Nacht,
Liebe. Irgendwann werde ich bestimmt mit der 3 nochmal spielen müssen, nur aus diesem Grunde, um mit Triss zusammenkommen zu können. Och, ist das. Das tut so weh. Och, das tut so weh. Och, Mann. Liebe Herzogin Anna Henrietta. Herzoglicher Kamera, da haben wir alles richtig gemacht. Schönes Bild. Herzogsfamilie. Sei gegrüßt, tapferer Held. Ich bin Raphael de Surmont, der herzogliche Kämmerer. Ich bin Geralt. Was machst du hier genau? Ich bezahle die fahrenden Ritter. Wofür denn? Sie ziehen über die Straßen und beschützen Toussaint vor Banditen und Monstern. Es ist nur recht und billig, dies angemessen zu kompensieren. Merke auch du es dir, Herr. Wenn du erfolgreich eine Hanse zerschlägst, einen Mitritter aus einer Gefahr errettest oder einen Kaufmann aus der Gewalt von Halsabschneidern befreist, dann komm zu mir und du sollst belohnt werden. Aha! Das macht mich neugierig. Woher kommt denn das Geld für die Ritter? Aus der herzoglichen Schatzkammer natürlich. Unsere allergnädigste Herzogin Anna Henrietta schätzt Tapferkeit und aufopfernden Patriotismus über alle Maßen. Ihr Dauerbefehl lautet, jedem Ritter ein Gehalt zu zahlen. Entschuldigung. Einen finanziellen Ausgleich für die Verteidigung der inneren Sicherheit und Ordnung des Herzogtums. Ich würde mir gerne mal deine Bücher ansehen. Die, die du verkaufst, meine ich. Okay, der hat viele Bücher, die wir nicht kennen, sehe ich gerade. Plunder kann ein Händler verkauft oder... Aha, das ist ein Buch, was man nicht lesen kann. Sehr geil. Pergament. Notiz. Hä, kann ich das lesen oder... Ich will jetzt nur wissen, ob ich das lesen kann oder ob das wirklich einfach nur Notiz ist ohne Sinn halt. Ziehe hin in Frieden. Das kann doch gar nicht sein. Krass, es ist wirklich so. Ich kann es wirklich nicht lesen. Hä? Wozu habe ich denn das gekauft? Oh, wie dumm, ey. Mistikack, die Summe sei gegrüßt drin. So. Schema, ja, okay. Die Schemas brauche ich auf jeden Fall nicht. Das ist leider kein Nikredo. Ich hatte kurze Hoffnung. Sind die Bücher teuer? Die wundervolle Welt der Insektoiden. Wir haben ja eh noch ein paar Bücher, die wir noch lesen müssen. Dann kommen wir jetzt noch ein paar dazu. Was soll's? Ich versuche dran zu denken und die am Ende der Folgen, wenn ich Bock drauf habe zu lesen, halt die zu lesen. Das ist. Ja, es ist. Ja, ne? Hat jetzt natürlich den Nachteil, wenn ich die Bücher jetzt hier kaufe. Die findet man auf Garantie auch im Verlaufe des Spiels hier in Toussaint, aber. Ich weiß nicht, ob ich die alle finde. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder herkomme oder dann dran denke, dass ich hier noch Bücher habe. Deswegen kaufe ich die mir jetzt einfach alle. Und die sind ja auch nicht wirklich teuer gewesen. Natürlich kaufe ich nur die, die ich noch nicht gelesen habe. Und der verkauft Bücher und kauft aber keine. Ich habe gedacht, ich kann jetzt coolerweise die Sachen hier verkaufen, die ich doppelt... Ach, das ist ein Questgegner. Ich habe nichts gesagt, sorry. Ja, die Bücher, die ich schon kenne, die wiegen aber nichts. Ich glaube, ich behalte die einfach alle und werde so ein kleiner Bücherfreak, oder? Weil die sind ja auch nicht wirklich viel wert. Ich bekomme eine Krone oder so. Nee. Nee, dann behalten wir sie. Und wir spielen eine Runde Quint. Um 50 natürlich. Du spielst wohl nicht zufällig Quint, was? Du spielst wohl nicht zufällig Quint, was? Oh, er spielt auch das Kaiserreich. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir in Toussaint jemanden treffen, der das Kaiserreich spielt. Finte behalten wir auf jeden Fall, weil er hat mit Sicherheit einen Spion, mindestens einen, den wir aufnehmen können. Oh, das ist keine gute Starthand. Viele kleine, blöde Einheiten. Ja, dann wird mal... Ich überlege gerade... Ich glaube, ich habe keinen Regen, aber ich habe klirrende Kälte, deswegen... ich habe, glaube ich, keinen dichten Nebel drin, aber klirrende Kälte, deswegen... Es tut mir so am Herzen weh, meinen verstorbenen Freund abzulegen, aber ich nehme Wesemir weg.
Ah, sehr gut. Und dann nochmal Azire van Anhalt oder Fringilla Vigo. Ich glaube Fringilla Vigo. Azire gefällt mir besser. Ne, wir nehmen einfach K hier ab, Kellasch. Ah, dann haben klirrende Kälte gezogen. Weise, weise, der liebe Paxis. Dann werden wir wahrscheinlich die erste Runde auch direkt abgeben. Ach, ist seine Fähigkeit, etwa meine Fähigkeit aufzuheben, sieht so aus, ne? Seins ist grauen, meins auch. Ja, gibt sich's auf die Hand, nichts anderes habe ich erwartet. Macht aber nichts, wir haben noch einen Spieler gezogen, der ihm keine Angriffskraft bringt und den er auch nicht auf die Hand nehmen kann. Vielleicht gewinnen wir doch die erste Runde, wenn er jetzt mit Spion anfängt. Ja, er fängt mit Spion an. Dann werde ich erstmal für fette... Wir brauchen ja eh was Steiges im Friedhof. Dann werde ich erstmal für fette Überlegenheit zeugen. Vielleicht gibt er dann ab. Und dann können wir uns den nämlich immer noch die Hand geben. Ja, sehr gut. Machen wir weiter so. Ich würde jetzt noch eine Einheitenkarte ausspielen. Ruhig eine Steige zum Wiederbeleben. Und wenn er dann noch die abgegeben hat, nehme ich erstmal die Finte. Ja, er gibt ab. Sehr gut. Dann können wir jetzt mit Finte uns den wiederholen. Können den gleichzeitig ihm wieder geben. Dann haben wir logischerweise immer noch mehr Angriffskraft und halt zwei Karten mehr gezogen und wir müssten es nicht in der nächsten Runde ausspielen. Wäre geil gewesen, wenn wir jetzt noch einen Spion gezogen hätten. Den hätten wir jetzt direkt nochmal ausspielen können, aber es geht auch so. Ja, jetzt sollten wir jetzt eigentlich gewinnen. Ich glaube nicht, dass er jetzt da drüber kommt. Hat zwar auch 12 Karten, aber egal. Wir haben auch keinen Nahkämpfer außer unseren Zoltan. Zumindest keinen, der beeinflusst wird von klirrender Kälte. Das ist schon mal gut. Verbrenner haben wir auch noch. Dran denken, dass wir zuerst Verbrenner spielen. Ach so, jetzt kann ich natürlich mir den Spion holen. Hol mir den Spion. Ja, wir haben ja noch klirrende Kälte. Ich ziehe mir noch einen Spion, wir ziehen noch einen Spion, aber das ist gut, wegen klirrender Kälte halt. Ah, sehr gut, weitere Nahkämpfer bei ihm. Oh, zwei Hörner noch, naja, die bringen mir jetzt nicht ganz so viel. Er gibt mir einen Spion, leider haben wir keine Finte, ich weiß gar nicht, wir haben glaube ich zwei Finte zweimal im Deck. Muss kurz nachdenken. Er konnte aber noch nicht hier seine Einheiten verdoppeln im Angriff, also hat noch nicht die gleichen ausgespielt, interessanterweise. Ach, ich Idiot, ich habe wieder Verbrennen vergessen. Och. Vielleicht haben wir ja Glück und er spielt noch irgendwas aus, was hier die Leute verstärkt, ein Horn zum Beispiel oder so. Okay, Verbrennen ist jetzt gerade ein bisschen sinnlos geworden, schade. Hätte ich halt jetzt einfach ausspielen können, dann wäre zumindest die 9er halt kaputt gegangen, wenn ich es gemacht hätte, bevor er... Ja, okay, jetzt macht er... Oh, danke, danke! Jetzt kann ich den nämlich wiederbeleben. Das war sehr gut von ihm. Sehr weise. Ach, gutes Wetter und nochmal verbrennen. Das hat sich ja richtig gelohnt. Finte. Hm. Wäre mir auch lieber gewesen. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Das soll mal irgendwie zusehen, dass er ja mehr als 10 Angriffe hinbekommt bei irgendeiner Einheit. Das kann nicht sein. Schon wieder so eine Einheit, die sich verdoppelt, aber dann erst die erste, die ausspielt. Oh. Das ist gar nicht geil. Ich spiel erst, aber wenn ich jetzt das Horn ausspiele, habe ich eine 20er Einheit. Dann kann ich Verbrennen erst recht vergessen. Ah, die wird jetzt auf 6 geboostet, das bringt mir auch nichts. So, was spielt denn jetzt zuerst aus? Moment mal, ich glaube, ich werde erstmal gutes Wetter ausspielen, um mir eine Runde zu kaufen, weil halt eh nichts in die Richtung, denke ich. Ah, ich Idiot, hätte vorher natürlich das ausspielen können, weil die Karte kann ich ja sonst nicht verwenden, fällt mir gerade ein. Hm, das war dumm von mir. Ich hätte zuerst den Regen ausspielen sollen und dann das gute Wetter, weil dann hätte ich mir zwei Runden kaufen können. Jetzt kann ich mir halt keine Runde mehr kaufen.
Was mache ich denn jetzt? Spiele ich das Klone Kälte aus? Er hat verbrennen. Fuck. Das ist sehr uncool, ist das. Das ist sehr uncool. Ich habe immer noch die stärkste Einheit mit 6. Er hat 5, von daher. Aber ich kann nicht wiederbeleben, das heißt, ich könnte jetzt mindestens den Regen ausspielen, der bringt was. Und wir können auch doppeln. Hoffentlich reicht's. Wir können halt leider nicht wirklich krass doppeln, ne? Das war schon deutlich besser manchmal. Oh, es wird echt knapp. Es wird echt knapp. Oh, da hat noch ein Spion. Das ist scheiße. Ich glaube, wir verlieren. Ich glaube, wir verlieren! Also, jetzt brauchte ja schon die totalen Schrottkarten, damit er jetzt nicht noch gewinnt hier irgendwie. Er hat noch so viele Karten. Fuck. Jetzt brauchen wir noch 4. Das war's. Fuck! Mein Deck ist auch nicht optimal. Das merke ich immer wieder. Mein Deck ist definitiv nicht optimal. Das könnte man überarbeiten. Aber es ist halt stark genug, um eigentlich gegen alle zu gewinnen, wie es aussieht. Ach, es gibt ja noch eine Runde. Warum habe ich denn da nicht dran gedacht? Ach, ich Idiot. Ach, warum habe ich denn alle Karten ausgespielt? Bin ich denn total bescheuert? Ich bin total bescheuert. Ich hätte mir daran gedacht, dass es ja noch eine Runde gibt. Und jetzt haben wir verbrennt zweimal und ich kann mich selber noch ver... Oh, ich bin so blöd, ey. Krass. Hoffentlich hat es niemand gesehen. Mit ein bisschen Glück gewinnen wir sogar noch. Nee, er hat verbrennt. Okay. Alter, wir hätten so easy gewonnen, wenn ich nicht alles ausgespielt hätte. Scheiße. Ich bin so dumm. Direkt nochmal und diesmal machen wir einen aggressiven, schnellen Sieg. Fuck. Ach, jetzt habe ich nur um 25 gespielt. Mist! Oh, das ärgert mich. Schon mindestens das zweite Spiel, was wir jetzt hier verlieren in... Oh, was habe ich denn jetzt abgelegt? Ich wollte doch überhaupt nichts ablegen. Fuck! Ich hätte, glaube ich, Finte abgelegt, was ich nicht wollte. Oder wieder ins Deck halt reingemischt. Scheiße. Okay, strömender Regen. Der hatte eine Belagerungswaffe bis jetzt. Und er hat echt viele Karten gehabt. Also wird er nicht viele Belagerungswaffen haben, aber klirrende Kälte ist gut. Dieser Verbrenner ja ausspielen. Oh, ich Idiot. Ich hätte gewinnen können. Fuck. Oh, ist das bitter. Und ich habe keine Finte, Mann. Da spielt auf jeden Fall mindestens ein Spion aus. Oh, das war so... Oh, Mann, nee, er holt sich den wieder. Hä, wie ist das denn? Okay, wir brauchen eh eine starke Einheit im Friedhof. Boah, ist das bitter, ey. So, wir haben klirrende Kälte, also ist eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt noch die Nahkampfeinheiten loswerden. Oh, er spielt das Horn aus. Alter, würde ich sagen, tun wir verbrennen aus. Wir haben es eh zweimal. Oh, er holt's wieder, aber wir haben ja verbrennt nochmal. Why not? Ist doch schön, wenn er so ein paar Kombos direkt am Anfang rauskickt. Wir liegen wieder vorn. So, 24, 21. Er kann, wenn wir jetzt abgeben, kann er nicht seinen Spion ausspielen und diese Runde einfach so gewinnen. Dann hätten wir gewonnen, der Spion hatte plus 4 für uns. Wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ja, sehr gut. Also muss er ein Spiel und dann ausspielen. Dann bekommen wir wenigstens ein bisschen Feuer. Oh, es sieht aber echt schon wieder nicht so gut aus für uns. Nachteil ist natürlich, wir können uns jetzt kein Spiel und wiederholen, fällt mir gerade ein. Hm. Gott, wir müssen noch 2 Runden gewinnen. Er hat zwar nur noch 3 Karten, aber er hat halt blöderweise auch noch... Ah ja, gibt auf, sehr gut. Das bedeutet aber, dass wir auf jeden Fall auch wieder kein Spion
in der nächsten Runde haben. Und er hat, glaube ich, noch einen und deswegen zwei Karten mehr. Und dann zieht er auf 5 wie ich. Das ist nicht so geil. Ach ne, eine spiele ja aus, also zieht er auf 4. Auf 4. Okay, wir haben leichten Kartenvorteil. Ich hoffe, er hat noch ein paar Nahkampfeinheiten, die wir mit der Kälteblatt machen können. Ah, fuck, und ich hole mir auch Nahkampfeinheiten wieder. Das ist natürlich geil. Ach, geil, er muss den ausspielen. Das ist doch schon mal gut. Nehmen wir mal klirrende Kälte. Hä, er muss doch den Spion noch haben, oder? Hat er sich nicht einen Spion geholt? Ah, ist egal, wir haben gewonnen. Aber ich bin total verwirrt gerade. Egal, das ist, wie gesagt, einen aggressiven, schnellen Sieg haben wir geschafft. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Es ging auf eine Karte. 40, 2 rüber. König Bran, bis zum nächsten Mal. Apaxis, tschüss. Speichern mal.